Detectives. Found something here you probably want to see. Okay. Alter Schwede, was war das denn? Wir kommen da hin zu 1 Uhr und dann geht hier was ab, ey, aber vom Feinsten. Da zücken die alle ihre Knarren. Oh, erstmal hier. Bisschen frische Luft hier. Hi, Doc. Ja, danke, dass du mit mir redest. Not now, Phelps. Ja, okay, ich dachte, wir können mal darüber sprechen, aber nö. Er macht wieder nur sein eigenes Ding. Hm. Hier geht's ja wieder raus. Ja. Warte mal, haben wir hier hinterm Schreibtisch sogar auch was? Nee, hier ist die Musik aus. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas noch stand oder irgendwas. Nee. Okay. Ja, auf jeden Fall wird dort im Raum was sein. Dort im Raum wird was sein. Gucken aber hier auch nochmal weiter. Hä, hier ist aber einer noch. Hier liegt einer noch. Warum wurde der nicht eingepackt? Alles klar. Aber ich glaube, hier finden wir nichts groß. Ah, hier ist der Transporter. Aha. Guck mal ihn an. Wir können es nicht öffnen. Die haben wir, glaube ich, aber auch schon ausgeladen, alle. Vielleicht haben wir hier drin irgendwas. Mann! Nee. Was im Handschuhfach? Nee. So, dann gehen wir mal hier drüben noch gucken. Hier im Mülleimer. Vielleicht haben sie irgendwas weggeschmissen. Nö, dann gucken wir in den Raum. Kollege. Was für eine Schießerei. Alter, okay, guck mal, hier haben wir einen. Auch mit so einer Münze. Ein Dollar. Für den Dollar. Bestimmt auch von denen. Können wir nichts durchsuchen, aber hier, guck mal an. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Merkwürdig. ALS. Gucken wir mal, was er noch hat. Portemonnaie. Tijuana address. We should see what the Federales have on him. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Oh Gott. Okay, also Jackpot, sagst du? Wäre natürlich perfekt. Ich muss mich so viel drehen hier. Ist nicht so ganz toll. War hier noch irgendwas? Nee. Nein! Okay. Sonst irgendwelche Taschen hat er nicht. So, Partner, was sagst du? In den Kisten? Okay, schauen wir mal rein, wa? Was haben wir denn hier? Oh! At the very minimum another 50 pounds. Ui, ui, ui. Heilige Scheiße. Detectives! I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Mhm. Alles klar, gehen wir mal mit. Lebt er noch oder wie jetzt? So.
Kollege, komm mal mit. Ja. Ach du Scheiße. Hä, haben wir den erschossen? Ich hab den nicht erschossen. Hier oben. Das war er, mit dem wir geredet haben, oder? Das war er. Oder? War er das? Nee, es war, ist jemand anders. Mhm. Must be $1,000 here. Wahrscheinlich hier gerade der Deal abgelaufen. Matt. Yet another silver dollar. Matt Brötchen. Phelps, Earl. Looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. Das hat doch alles ein Muster, oder? Take a look at these coins you've been collecting. Ja, wollte schon sagen. So, sehr interessant. Strecke die Hand nach einer Mütze aus und halte, um sie aufzuheben. Ja. Und hier standen wir vorher noch alles und haben gesprochen, befragt. Alles klar. Die richtige Reihenfolge. Kai als Matt. Matt Igel. Lecker Matt Brötchen. Na, ist es jetzt auf Englisch oder... auf Deutsch. Vielleicht ist es nämlich auch eine Firma oder so. Metals. Und am Anfang ist es halt irgendwas. Kai Yang. Kai Messing Metals. Alter. Mann! Ich raste bei sowas aus! Muss nicht mal eine Botschaft sein, kann einfach der Name des Kartells sein. Ich vermute, dass es der Name des Drogenkartells sein wird. Halt! Nein! Nicht alles zurück! Ja, nice. Alter! Es nervt so ab. Wegen meinem Mikro! Mann, ey! Alter! So. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Ich verstehe auch nicht, wie ich hinter den Namen kommen soll. Aber ich war fast dran. Ich war schon ganz dicht dran, irgendwie. So. Metals war richtig. Und dann kommt hier Mass Hang. Und dann K Metals, aber ich war ja ganz dicht dran. The first coin MAS, the second ANG, the third KAY, the fourth MET, the fifth ALS. Messang K Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Kartell? Soll er sich stehen? Krass. Okay. Ja, waren wir aber wirklich knapp dran von alleine. Ganz knapp. Gut. Also entweder ist hier Folgenende oder ich mache jetzt kurz eine kleine Pause und was essen gehen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch natürlich, ne? Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, mache ich jetzt schon wieder zweimal. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Oder bis gleich wieder nach der kurzen Pause. In einem Cut. Bis dann. Geht's los. Gehen wir hin. Zum Kartell.
ist klar. Locked. We need another way in. Guck mal, sieht aus, als wäre das zu. Meine schöne Taschenlampe hier. Komisch. Wir müssen irgendwie reinkommen. Okay, schauen wir uns mal um, Kollege. Vielleicht kommen wir von hier irgendwie rüber. Ja, übertreib. Ach, guck mal an! Was haben wir denn hier? Können wir rüber. Oh, Bananen und alles. Einfach nur ein Tisch. Ein alter Tisch. Okay, Kollege, komm. Ja, ich wollte ein bisschen mal das Gefühl haben, dass ich drin bin. Aber nee, ich muss wieder zurück und... Oh Mann, ey. Zack. Ja, ich bin jetzt rübergestiegen. Toll. Danke fürs Feeling. Okay, scheiße. Habe ich meine Knarre bei? Oh, ich bräuchte die. Oh, hier, guck mal, haben wir Licht hier. Die blendet, das blendet wirklich, ne? So, gucken wir uns mal oben hier. Ach du Scheiße. Hm. Ist mal aus. Ja, lieber anlassen. Die Musik, Alter. Oh Gott, die Musik. Warum habe ich keine Taschenlampe? Wir sind drin. So einfach geht. Warum ist denn jetzt offen? Cover the back door, Roy. Oh Scheiße. Let's go. Es geht los, Freunde. Throw out the guns. Waffen runter. Oh, Scheiße. Fuck, das hat er überlebt? Dein Ernst? Glückspilz. Ja moin, am Start. Mein Kollege steht nur da. Wow. Oh, Alter. Alter. Weapons. Komm, Kartell. Verdammtes Kartell. How long do you think you can hold out? Einfach mal reinballern als Abschreckung. Wo sind sie? Ich sehe keinen. Niemals Deckung das hier weiter. Wo? Wo? Ich sehe keinen. Ach da. You're surrounded. Kopfschuss, aber direkt. Alter, mit einem Schuss. Okay, da ist eine Treppe. Das meine ich jetzt, seitlich laufen wäre perfekt.
Whoa! Yeehaw! Scheiße. Okay, Kollege, alles klar. Alter, kommt der von der Seite? Alles klar? You okay? Oh Gott. Oh, ich bin schon hochgegangen. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, Kollege. Alles ruhig. Ja, seitlich laufen wäre gut. Oh, da, da! Ich sehe jemanden. Da ganz hinten auch. Nicht, dass einer von rechts kommt. Walk out of here or you can go out in a box. Your choice. Oh Gott. Hä? Wie er guckt? Vorwärts! Kommt der mit einer Pumpgun oder sowas an, Alter? Komm raus! Sie können sich noch ergeben. Sie können sich noch ergeben. Kommt nicht mehr hoch. Wo ist der? Throw out the guns. Ich sehe nicht. Okay, sonst war alles sauber. Gut, wir müssen näher ran. Guck mal, hier sind die ganzen Drohnen. Oh, Magazin. Ist ja auch noch was. Okay, sauber. Und jetzt zu ihm. Vorwärts. Hab ihn. Wow. Oh, hast du mich erschrocken? Oh, einfach sicher. Das ist ein Kartell, Mann. Oh, das ist natürlich was ganz anderes. Oh Gott. Oh, oh. Hoch. How long do you think you can hold out? Whoa! Whoa! Oh God, oh God, oh God! Stay in cover! Oh Gott, ich hab keine. Hab keine Munition! Oh Gott, oh Gott! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Find some cover! Genau, ich deck dich! Der ist noch nicht. Der steht noch! Der ist doch noch da! Oder? In Arsch. Okay, Achtung. LAPD, hands up.
Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. Years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Sehr gut. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Ja, die lassen ihn natürlich wieder gehen, weil die sich schmieren lassen. Ja, ja, so ist es. So, wir hatten jetzt Kifferwahnsinn, dann kommt eine andere Art von Krieg. Und da würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal an der Stelle und sage, bis zum nächsten Mal, dann machen wir das letzte Kapitel. Dann haben wir L.A. Noir VR raus. Raus vor allem, ich bin wieder fertig. Sind wir durch mit und haben es durchgespielt. Ja, da bin ich gespannt, was jetzt noch zum Schluss kommt. Und ja, dann bedanke ich mich wieder wie immer fürs Zuschauen bei euch, ne, und sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.